Die Wasser flüstern mir zu. Feinde nähern sich. Ihr wagt es, diese Wasser zu stören. Ihr werdet ertrinken. Erhebt euch! Lasst euch vom Tod umspülen. Seht die Macht des reißenden Wassers! Leben! Kommt rein! Lasst euch von die Dunkelheit! Lüftet sich! Ich schaue in diese Wasser und sehe dein Spiegelbild. Wasser, nehmt mich auf! Ihr da, in den Sparren! Meine ehrwürdige Bibliothek ist vom Schar besessen! Seht, wie sie auf sämtlichen Buchstaben dieser heiligen Schriftrollen treten und sie verderben, sie entweihen. Ich flehe euch an, gütige Fremde. Reinigt diesen Ort von ihrer unreinen Präsenz. Bringt unseren Erzählungen den Frieden wieder. Es ist noch nicht vorbei. Wenn ich das richtig sehe, stehen wir der Probe des Yawn'Gul gegenüber. Lasst mich erklären. Es heißt, dass der Yawn'Gul bei seiner Reise über die Kunlai-Ebene plötzlich von zwei seltsamen Kreaturen überfallen wurde. Yawn'Gul! Der Yawn'Gul griff die Bestien entschlossen an. Doch je heftiger er seine Gegner bekämpfte, umso furchteinflößender wurden diese. Sobald er jedoch seinen Angriff einstellte, schrumpften die Bestien fast vollständig in sich zusammen.
Es ist nämlich so, dass sich Zwietracht und Streit von Konflikten nähren. Wenn ihr Frieden im Herzen tragt, werden sie sich dort nicht einnisten. Vielen Dank, Helden. Ihr habt diesem heiligen Tempel seinen Frieden zurückgebracht. Und jetzt geht. Ich muss meditieren, bevor ich das Instandsetzungsritual einleite. Das Herz der großen Schlange wird euch nicht in die Hände fallen. Jadeschlange, gib mir Kraft! Der Kreislauf darf nicht enden. Die Jadeschlange muss wiedergeboren werden. Der Schleier hat sich von meinen Augen gelüftet. Vergebt mir, dass ich an euch gezweifelt habe.